hier heißt das im Schnitt im Normalfall bis zu 7% des Gesamtjahresumsatzes geht auf schlechte Führung zurück. Wenn wir jetzt mal berücksichtigen, dass es da ja noch viele andere Parameter gibt, die man teilweise eben wenig oder teilweise sogar gar nicht beeinflussen kann, weil es externe Einflüsse sind, dann gilt es natürlich insbesondere an den Bereichen, an denen man arbeiten kann, optimal aufgestellt zu sein. Und diese 7%, die könnte man prima einsparen, wenn wir gute Führung hätten. Die wichtigste Fähigkeit sollte sein, den verschiedenen Situationen sich anpassen zu können. Und in der aktuellen Situation, 54% der Führungskräfte sind es insgesamt, die nur einen Führungsstil verwenden. Was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, dass etwa in 50% der Fälle das eben nicht der wirklich optimal beste Führungsstil ist, den derjenige anwenden könnte. Ja, es ist eine Führungssprache, die wir nicht den anderen antun, sondern es ist etwas, was wir mit den anderen gemeinsam tun. Genug der Vorrede, worum geht's? Bei SL2 geht es um insgesamt 6 Gespräche, nämlich einmal die Einzelgespräche auf der linken Seite, die das Teammitglied selber leitet. Dann haben wir die Stil 1 bis 4 Gespräche und dann noch auf der rechten Seite das Ausrichtungsgespräch. In der Kürze der Zeit schauen wir uns mal die 4 mittleren Gespräche an und schauen, was verbirgt sich denn dahinter.